Preußen Münster hat den ersehnten Aufstieg unter Dach und Fach gebracht. Ein Aufstieg, der besonders gefeiert wurde, weil Aufstiege in Münster zwar gelegentlich mal vorgekommen sind, aber nicht so ganz häufig. Das sind also immer ganz besondere Bilder, wie damals 1989 beim Aufstieg in die zweite Liga. Ja, und nun wurde gestern um 14 Uhr gespielt in Münster und es konnte mit einem Heimsieg aus eigener Kraft der Aufstieg bewerkstelligt werden und das wurde dann einfach auch gemacht. La, 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 la. Preußen Münster. Was geht denn hier heute in Münster? Ja, Party, oder? Aufstieg, 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 Aufstieg. Preußen! Wir steigen auf und in die dritte Liga und nie wieder in die vierte Liga. Die Leute, die sind schon so on fire, also das kribbelt richtig. Ich glaube, ich sitze gleich erstmal auf den Stufen und heule erstmal fürchterlich, weil das sehr, sehr emotional wird. Ich glaube, wir werden alle auf dem Rasen sein. Die vielleicht letzten 90 Minuten bis zur sicheren Drittliga-Rückkehr Preußen Münsters laufen jetzt. Das ist Michael. Lorenz. Tor, die kommt gut. Ball noch heiß. 1-0 Preußen Münster. Das Tor zählt. Bei Remberg wird es Kiel und das ist das 2-0. Dennis Fabian Bindemann. Schluss! Münster dreht frei! Wenn man diese Begeisterung sieht, hier ist es einfach unfassbar, Alter, wirklich Wahnsinn. Also wenn du sagst, Cyclas, wunderbare Welt der Fußball, ich glaube, das ist wunderbar, was wir gerade erleben hier. Ja, haben es diese Fans absolut verdient, wir als Mannschaft verdient, der ganze Verein hat es verdient und jetzt lassen wir es nur noch krachen. Was passiert heute Nacht noch und heute Abend? Was kannst du dir vorstellen? Es wird gefeiert, müssen wir umfallen, hundertprozentig. Es ist unglaublich, ich bin das erste Mal aufgestiegen, unglaubliche Kulisse, super Fans, es ist einfach schön, so eine Saison zu krönen. Dankeschön. Ja, ich glaube, weil wir vom ersten Spieltag an bis heute einfach unsere abgebracht haben und ja, einfach im Endeffekt verdient aufgestiegen sind. Wie feiert ihr denn heute noch? Mit Bier über dem Kopf? Definitiv, ja. Und die dritte Liga kann sich auf einen geilen Verein freuen, auch mit den ganzen Fans, hat man heute gesehen, die Kulisse. Und wir haben richtig, richtig Bock drauf, auch in der dritten Liga für Furore zu sorgen. Ja! Aufstieg ist wie Hochzeit, es gibt nur zwei oder einmal im Leben. Ey Arndt, schöne Grüße, ne? Der Präsi hat gesagt, ich soll das machen. Mein geschätzter Kollege Luca Bidencasa war für uns in Münster. Mhm, aber auch dieses Video könnte euch möglicherweise gefallen.